Erziehung und Bildung, ein ganz wichtiges Thema, das hier auf der Badenmesse auch nicht zu kurz kommt. Wolfgang Helmet, Initiator des Denzlinger Projektes Cleverle, setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Kindern die Chance gegeben wird, ihre Potenziale zu entwickeln. Und genau das macht er mit den Kindern und Jugendlichen tagtäglich, die an seinem Projekt teilnehmen. Herr Helmet, souveräne Bildung und Erziehung, was verstehe ich darunter? Da muss man erstmal verstehen, was man unter Souveränität versteht. Souveränität ist ein Zustand, man könnte sagen, ein Schwebezustand über sich selbst. Man betrachtet sich irgendwie von außen, von oben und ist ein Synonym autonom. Ich habe meine Interessen, ich habe meine Visionen, ich sehe das Leben, ich schaue auf die Welt und überlege mir, was interessiert mich, was interessiert mich. Den Dingen gehe ich nach, weil sie mich brennend interessieren. Und das, mit dieser Fähigkeit sind Kinder geboren. Die wollen auch den Sinn wissen. Ja, warum denn dies und wie funktioniert das? Besonders der Sinn. Sie sagen, jedes Kind ist clever geboren. In Ihrem Projekt, wie geben Sie den Kindern Raum, dies auch auszuleben? Also das ist ja ein kleines Projekt, wo ich nicht alles machen kann, was mir vorschwebt. Aber seit 40 Jahren mache ich das und wir haben schon, weiß ich, was alles ausprobiert. Ich kann das nicht nennen, ich kann nur das Prinzip beschreiben. Zunächst erster Schritt, Kinder kommen mit beliebigen Ideen und die versuchen wir denn gemeinsam nach dem Subsidiaritätsprinzip, heißt das die Fachsprache, nach dem Prinzip, was das Kind an seiner Vision nicht realisieren kann, ja, dann mache ich halt mit. Ich bin da quasi der Opi, der Freund oder was ich was für das einzelne Kind. Ich arbeite mit einzelnen Kindern. Das heißt also, Sie geben den Kindern Raum, sich frei zu entwickeln. Das heißt, die Ideen, die die mitbringen, ist alles Freestyling. Es gibt keine Vorgaben. Warum sollte es Vorgaben geben, wenn die Kinder sich daran gewöhnen, nach Vorgaben zu leben, dann sind es solche, wie ich hier täglich treffe als Schüler. Was willst du mal werden? Wer bist du? Die kennen sich nicht, die wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen, dass sie einigermaßen in der Schule zurechtkommen, weil sie im Kindergarten, je nachdem auch zu Hause, deswegen ist souveräne Erziehung ganz wichtig, fremdbestimmt worden. Wir sehen jetzt da im Hintergrund so einen bewegenden Feuerwehrmann, glaube ich. Ist das eines der Projekte, was ein Kind von sich aus gemacht hat? Es kam der Daniel, da war er vielleicht 5 oder 6 Jahre zu mir, ich will gern Feuerwehrroboter haben. Naja, und da haben wir den gebaut. Und wenn man dem das Feuer vors Auge hält, dann werden Sie sehen, dass er das Feuer theoretisch löscht. Es ist kein Wasser drin und die Pumpe hat also nichts zu tun. Also er würde jetzt das Feuer löschen, gezielt. Sie präsentieren hier auf der Badenmesse eine Bildungsshow. Was erwartet die Besucher? Was können die von Ihnen da lernen? Also die Besucher werden vielleicht, wenn sie gut aufpassen, erkennen, dass hier eine völlig neue, vielleicht ungeahnte Bildungskultur das Licht der Welt erblickt. Denn das ist morgen das erste Mal, dass ich das auf diese Weise so öffentlich präsentiere. Und der eine oder andere wird vielleicht erkennen, und wie manche auch heute und die Tage gesagt haben, schade, dass es das nicht in meiner Zeit schon gab. Die Idee, ist ein Wunsch vom Regierungspräsidium Freiburg, von jemand dort, dieses Konzept in der gesamten Metropolregion am Oberrhein flächendeckend einzuführen. Ja, und da tue ich auf meine Weise das Beste dazu. Mehr Informationen zum Denzlinger Cleverle gibt es unter www.denzlinger-cleverle.de. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.